So, mit ein bisschen Verspätung bin ich dann jetzt auch endlich da. Mein Name ist Björn Dismaxi. Ich bin immer noch der Übersetzer für Mother 3 in Deutsch, also Fan-Übersetzer muss man dazu natürlich genau sagen. Und das ist jetzt auch schon mittlerweile der fünfte Übersetzungsstream, den ich hier mache. Also von daher wünsche ich alle herzlich willkommen, die zurückgekommen sind, aber natürlich auch die, die jetzt zum ersten Mal dabei sind. Um einfach mal, wie immer, erstmal alles zu erklären, was man hier so sieht. Zunächst mal, wo fangen wir an? Hier. Man sieht ja meinen Cursor. Das ist. Oh, Moment, ich mache mal ein bisschen noch mit Beispieltext einen Moment. Oh Gott, wie war das letzte? Das. Text so, also hier normalerweise ist der englische Text, den es zu übersetzen gilt. Hier unten ist dann der Textbereich, in dem ich den deutschen Text eingeben kann, sprich den ich dann übersetze. Hier drüben ist der entsprechende Textblock, in dem sich der ganze Text befindet, und hier die entsprechende Textzeile. Man sieht hier, das Ding hat 1000 Textblöcke. Dieser spezielle Textblock 4 zum Beispiel hat jetzt 19 Zeilen, eigentlich 20 Zeilen, weil es noch die Zeile 0 gibt. Und die sind einfach alle unterschiedlich lang, wie ich jetzt hier mal durchblicke. Hier relativ lang, sogar mit Scrollen. Dann haben wir hier eine allgemeine Textvorschau, wie es nachher ungefähr im Spiel aussehen wird. Und dann haben wir natürlich noch hier das Spiel. Ist hier mein Cursor? Ja, genau, mein Spiel. Ich werde es wie jetzt sonst auch mal wieder so machen, dass ich durch das Spiel durchspiele. Inzwischen ist es am Ende von Kapitel 1. Eigentlich ist es falsch. Eigentlich müsste es am Anfang von Kapitel 2 sein. Genau, ich habe nämlich noch einen Spielstand geladen. Haha. Hier sind wir. Und Anfang von Kapitel 2 werde ich es durchspielen. Und immer wenn ich einen englischen Text sehe, so wie hier, weiß ich, okay, den Textblock muss ich noch übersetzen. Und dann wird der auch direkt live übersetzt. Der hier speziell ist jetzt auf jeden Fall schon übersetzt. Letztes Mal gab es ja ziemliche Probleme, was das anging, weil es mir beinahe die komplette Textdatei zerschossen hätte. Aber das habe ich zum Glück fixen können. Und jetzt machen wir einfach mal weiter. Wenn es natürlich irgendwas gibt, wenn ihr Fragen habt oder sonst irgendwas, schreibt es gerne in den Chat. Ich lese den Chat nebenher auf jeden Fall. Und ich versuche natürlich die ganzen Fragen zu beantworten. Das ist gar kein Problem. Ach ja, genau, und das da heißt hier jetzt A. Auch nur, dass es klar ist. Also wenn da jetzt 8 mal A in der Reihenfolge kommt, dann heißt es nur, dass das da angesprochen wird. Okay, das kann man echt springen. Wie gesagt, der Text ist ja schon übersetzt. Aber da fällt mir jetzt gerade ein, ich muss noch eine Datei öffnen. Das nix. Wenn ihr ab und zu mal irgendwelche Stotterer hört, dann kommt es vom Emulator. Ich muss ja alles auf dem Emulator spielen, sonst könnte ich das gar nicht streamen. Ich bitte also, das zu entschuldigen. Derzeitiger Auftrag ist, ins Schloss Osohe zu kommen. Das ist. Wo ist das eigentlich? Vielleicht sollte ich auf den Weg weiter schauen. Ich muss hinterm Friedhof sein, kann es sein? Mein Gedächtnis lässt mich gerade im Stich. Ach genau, noch was. Alle meine Charaktere sind auf Level 99 schon hochgecheatet. Weil es geht ja schließlich ums Übersetzen und nicht um das Spiel selbst durchzuspielen. Beziehungsweise sowohl als auch. Hier gibt es übrigens schon einen schönen Bug, vielleicht seht ihr das hier.
die Namenszeile ist viel zu lang. Das liegt jetzt wahrscheinlich in dem Fall daran, dass der Name für diesen Charakter noch nicht definiert worden ist. Ah, ist auch schon über. Hab ich ja schön gemacht. Alles übersetzt. Kämpfe gehen auch entsprechend schnell, logischerweise. Auch dazu ist natürlich so, dass ich hier logischerweise einfach nur A drücke. Und Fast Forward natürlich, also dass ich das schnell mache. Weil Kämpfe stehen mir nur im Weg. Da ist das Schloss oben. Dann muss ich hier rein. Oder auch nicht. Ach, das war irgendein Grab, genau. Ja. Ja, die Grabsteine hier haben alle irgendwelche Wortwitze. Was muss ich denn jetzt nochmal tun? Das. Echt vergessen. Geredet. Ich kann mich leider nicht um irgendwelche Events drumherum cheaten. Also ich muss auf jeden Fall oder sollte zumindest auf dem eigentlichen Spieleweg bleiben. Ja, bin ich. Meine Güte, jetzt sag mir einfach, was ich machen muss. Das macht Sinn. Jetzt wird er wahrscheinlich was Neues sagen. Ameis, Ameis, Ameis. Okay, das ist einfach auch nur. Es ist auch nur jetzt das Tutorial quasi für Soundkämpfe. Also im Spiel. Mother 3 hat ja das spezielle Kampfsystem, dass man im Takt zur Musik den A-Knopf drücken muss und dann erhält man eben Combo-Angriffe. Ist auf jeden Fall noch kein neuer Text. Schauen, wie weit wir heute überhaupt kommen, bis ich das erste Mal einen neuen Text übersetzen muss.
meine nämlich, dass ich das zweite Kapitel schon relativ weit übersetzt habe, von dem, weil ich sonst immer Block für Block übersetzt hatte. Bevor ich jetzt mal auf die Idee gekommen bin, ich könnte auch einfach mal das Spiel durchspielen und so weiter. Bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla bla. So. Ja, hab ich. Bla bla bla. Kartoffel. Genau. Dieses Beet hat immer den Namen des Lieblingsessens, das ihr am Anfang eingibt. Und da ich den Standard-Omelette genommen habe, ist es halt ein Omelette-Beet. So, von innen verschlossen, aber hier irgendwo. Die Wand. Da war die Wand. Ja. Ameis, Ameis, Ameis. Okay, bla bla bla. Jetzt sagt mir die Ameise auch nur, dass man den Takt von dem Gegner hören kann. Ah, hier, guck mal, was Englisch ist. Dass man den Takt vom Gegner hören kann, wenn der Gegner schläft. So. Another Ghost Frog. Gleich mal suchen, no? I'm not a ghost. Rock, in welchem Block sich das befindet? 621. Und ein. Wow. Wow. Dann fangen wir mal an. Warum schreibe ich... Yes. Ja. Ganz gut, bitte. So. Ah. Alter. Was halt... das könnt ihr jetzt natürlich nicht sehen. Bei mir unterhalb von diesem deutschen Text ist bei mir nochmal ein Fenster, das mir Notizen anzeigt. In dem Fall jetzt, diese Zeile wird wiederholt sich 1:1 in einem anderen Block. Und da habe ich dann noch so einen schönen Button Check for Repeats, der dann einfach überprüft, ob der andere Block schon übersetzt ist und dass man es dann direkt reinkopieren kann. Ja, aber Heavy Metal lasse ich so. Weil. Ja. Der Blöcke.
Ich was? Lass mich schauen, wie der Text vorkommt. Dass der Text jetzt deutsch war, ist eigentlich normal, weil der aus einem anderen Block kommt. Hm? Ja, nein, da will ich nicht. Ja, naja, gut. Doesn't move it. Okay. Das verstehe ich jetzt nicht. Weiß ich wirklich nicht, wo. Naja, gut. Dann muss ich es halt einfach erstmal standardmäßig übersetzen. Es kann ja sein, dass es irgendwo anders vorkommen könnte. Hallo Roxas, hab mich schon gefragt, wo du bleibst. Ja, das Twitch hat das manchmal. Du musst einfach mal schauen, dass du dann einfach nur F5 drückst, als du die Zeit neu lädst, dann sollte es normalerweise passen. Dekorationsstück. Anscheinend nur ein. Das habe ich ganz vergessen, dass dann Zahlen sich auch alle wiederholen. Ende. Oh. Cool. Ein Block mehr übersetzt. So, jetzt gehe ich erstmal die Treppe runter, weil das Loch da muss ich später. Ah, okay. Stinkender Geist. Warum ist das jetzt nicht? Moment, ich muss mal ganz kurz schauen. Ja, guten Hunger. Gute Feuer A. Punk. Feuer B. Punk. Quatsch. Na gut.
Die Milch. Sick. Sick. 123. Ja, ich sehe gerade 622 gibt's auch und der hat drei Zahlen oder zwei Haltungen enthalten. 0 und 1, okay. Ich hoffe, das ist ein richtiges Minzbonbon, weil sonst wäre das nicht so gut. Am besten schreibe ich noch die Blocknummer dazu. 6, also 0. Dann weiß ich später Bescheid. Der Block und dann kommt jetzt rein. Genau, das sollte auch nicht viel sein. Krank. Okay, einfach. Dann hat sie auch das schon geklärt. Aber schauen wir einfach mal kurz im Menü, wie das Icon aussieht. Ja, ist einfach nur die Minze. Okay. Jetzt hätte ich die Grafik auch noch ändern müssen, das wäre ja gar nicht gegangen. Kann ich das hier löschen? Da noch was? Da ist ein Frosch. Ah, noch ein Pfeffer. Okay, das ist in Ordnung. In Ordnung. Das kommt da unten. In dieser heißen Quelle kann es vorkommen, dass ab und zu mal entweder ein Mann oder eine Frau drin sitzt. Würde mich einfach interessieren, ob ich es schaffe, das Ding hier zu triggern oder nicht. Ach, wahrscheinlich nicht. Ist auch nicht so. Dex ist auf jeden Fall hinter den Raum übersetzt. Gehen wir mal hier weiter. So. Welche Geister? What to choose? Gerade sag ich's nicht. Das ist 627. Ach Quatsch. Wow, 624 wird lang. Und sicher auch noch. 627. Okay.
Okay, jetzt bin ich schon, was das für ein Item ist. E400. Da habe ich Itemname. Rope Snake. Rope Snake. Okay. Also die Beilschlange. Willkommen zurück. He's incredibly popular these days. Hm. Oh, cool. Ich habe den Manga durchgelesen und fand ihn gut bis aufs Ende. Und beim Anime genau das gleiche. Super bis aufs Ende. Viele Leute sagen immer, das Ende im Manga sei besser als im Anime. Ich persönlich finde beide Enden genauso nicht gut. Jetzt muss ich erstmal schauen. Was soll jetzt Band 13 genau sein? Spielt es nach dem Ende? Wenn ja, dann habe ich es wahrscheinlich nicht gelesen. Also ich habe auch die Bände jetzt nicht genau im Kopf. Es ist eine ganz schön lange Zeit her, also mindestens 6-7 Jahre, dass ich das gelesen habe, wenn nicht sogar noch mehr.
FF, 0 FF. Okay, was ist das denn für ein Item? Das ist einfach nur ein allgemeiner Satz. Okay, dann habe ich das definitiv nicht gelesen. Was hat er jetzt gerade gesagt? Das habe ich gerade alles verpasst. So. Sozusagen. Jetzt muss ich mal ein bisschen hier rumlaufen, bis ich verdorbene Erklärs bekomme. Hab ich schon eins? Ich glaube, ich habe schon eins. Ja. Brauche ich sowieso. Nein, komm her, nicht weglaufen. Kommt her. Entschuldigung. Hier rein. Mach dieses Ding auf, danke schön. Kampferinnerung. Kampferinnerung, mein Key-Item. Was ist denn genau? Blub, 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 blub.
Battle Memory. Das Ding sollte ich umbenennen. Kampferinnerung. Ich werde es einfach Monster Fibel nennen. Sollte, glaube ich, auch rausreichen. Okay, irgendwas stimmt hier nicht. Was stimmt hier nicht? Habe ich da irgendwie noch B extra drauf oder was? Da? Nee, habe ich nicht gesehen. Tokyo Ghoul ist dann schon zu einer Zeit gewesen, wo ich dann nicht mehr wirklich viele Animes geschaut habe. Das war der letzte Anime, den ich angefangen, aber immer noch nicht fertig geschaut habe, war One Punch Man. Wollte ich eigentlich fertig schauen, aber... ich meine, das Ding ist schon gut, aber ich habe irgendwie kein großes Interesse gerade an Animes. Also was mache ich eigentlich? Ich wollte doch hier weiter übersetzen. Ich habe früher auch gedacht, dass ich nicht damit aufhören könnte, Mangas zu lesen und so weiter, aber irgendwie bin ich da dann doch tatsächlich mal davon rausgewachsen oder so. Ich weiß, dass ich halt One Piece zum Beispiel die Mangas immer gekauft habe, wenn ein neuer rausgekommen ist, wenn ein neuer Band rausgekommen ist, aber ich glaube irgendwo bei Band, boah, keine Ahnung, 52 oder so, habe ich dann auch aufgehört, weil dann hat es mich einfach langsam nicht mehr interessiert.
Und dann gab es eine ganze Zeit lang keine gescheiten Animes und dann hat sich das auch irgendwie verloren. Ich meine, ich gucke immer noch gern die alten Sachen wie Dragon Ball und so weiter, aber neueren, da muss halt irgendwie was ganz Spezielles kommen, damit mich das wirklich großartig interessiert. Oder dass ich da wirklich dranbleibe, besser gesagt. Zum Beispiel, wenn jetzt eine neue Staffel Attack on Titan kommen würde, die würde ich sofort anschauen, weil Attack on Titan war richtig gut. Richtig, richtig geil. Aber die brauchen ja irgendwie 3000 Jahre, also von daher, wird es wahrscheinlich damit erstmal in nächster Zeit nichts. Boah, ja, das muss ich auch noch gucken. Das gibt's ja auf Netflix. Und ich denke einfach nur, ja, eigentlich wow, aber nee. Es gibt halt auch noch andere Sachen, die ich gerade anschauen muss. Ich habe einen riesigen Backlog an Spielen, an Serien, an Filmen. Die muss ich auch noch irgendwann, oder will ich auch noch irgendwann anschauen. Aber ich komme irgendwie nicht dazu, weil ich zu dumm bin oder sowas. Ja, ich bin halt jetzt schon bald 30. Ich habe halt nichts mehr mit Ferien. Ich meine, ich bin zwar leider gerade arbeitslos und hätte eigentlich jede Menge Zeit, aber es gibt halt andere Sachen, andere Projekte, um die ich mich kümmern muss und will. Zum Beispiel bin ich auch dabei, eigentlich einen Arcade-Automaten mir persönlich aufzubauen. Also einen Computer verbaut in einem Arcade-Gehäuse. Aber das Gehäuse mache ich halt auch selbst und ich design das auch komplett selber und so weiter. Das braucht halt auf jeden Fall Zeit und vieles, vieles andere. Manchmal habe ich auch einfach keinen Bock, irgendwas anderes zu machen. Und mit manchmal meine ich sehr häufig. So ein Projekt ist halt nicht günstig. Das ist halt. Allein das Holz hat mich schon. 150 circa Euro gekostet. Müsste ich nachschauen. Dann brauchst du den Monitor, dann brauchst du den Computer, dann brauchst du Einzelbauteile für den Controller und. Also für die Controller-Bedienteile und so weiter. Und boah. Trotzdem bin ich so doof und hab mir auch schon vorgenommen, dass wenn ich meinen Arcade-Automaten fertig habe, dass ich mein Geld sparen werde auf einen virtuellen Flipper-Automaten. Weil ich mag Flipper und Flipper ist voll gut. Und wenn ich so einen virtuellen Flipper-Automaten hätte, wäre das auch voll gut. Ich meine, besser wäre ein echter Flipper-Automat. Aber man kann ja nicht alles haben.
schlechte Bavarois. Was ist eigentlich eine Bavarois? Oder Bavaroise? Oder warum auch immer? Schlechte. Ach Quatsch, meinen Duden brauche ich doch jetzt. Ah! Alles liegt falsch! Da kommt schon Bammel, Harmonie, Bauchhöhle, Bauordnung bis Beatrix, Bavaria, super, klasse. Was ist denn eine Bavaroise, Bavaroise, was auch immer? Gleich mal googeln. Bavaroise. Bayerische Creme. Ja, super, sieht aus wie Pudding. Aus Milch, Eigelb, Zucker und Schlagsahne. Mit Gelatine und im Normalfall mit Vanille. Super. Creme Bavarois. Super. Also, die. Okay, das wollte ich wissen. Die Bavarois. Nein. Jetzt 800. Echter Flipper wäre halt einfach das Nonplusultra für mich, aber ich habe zwei verschiedene Flipperautomaten eigentlich im Auge, die ich ganz, ganz gerne hätte. Das eine wäre der AC/DC-Flipper von Stern Pinball, weil einfach ich bin ein totaler AC/DC-Fan. Das andere wäre Medieval Madness, das habe ich schon mal hier in einem Stream gespielt. Das ist das Ding mit dem Schloss, was man zerstören kann und so weiter und so weiter. Und das wäre auch einfach ein Flipper-Automat, wo ich mir denke, ja, geil. Sowas zu haben wäre halt einfach echt schön. Aber in Wirklichkeit werde ich das wahrscheinlich niemals haben, weil die Dinger gibt's halt nur ein paar tausend davon. Im besten Fall 10.000 oder 15.000 Stück. Und das halt auf der ganzen Welt verteilt. Aber naja, vielleicht muss ich mich auch einfach nur etwas gedulden. Vielleicht habe ich ja irgendwann mal Glück. Also einen komplett mechanischen Flipper, einen echten Flipper,
werde ich mir niemals bauen. Ich habe dafür, ich bin handwerklich eigentlich gar nicht so begabt. Eigentlich bin ich handwerklich nicht mal begabt genug, um meinen Arcade-Automaten aufzubauen. Aber ich probiere es einfach, weil probieren geht über studieren. Und wenn man es nicht probiert, dann weiß man es auch nicht. Die Sache ist einfach, richtige Flipper bestehen aus so vielen Einzelteilen und so viel Mechanik. Wer wirklich die Zeit hat, sich selbst als Ein-Mann-Band, sage ich mal, einen richtigen, echten Flipper zu bauen, dann sollte der sich aber auch mal bei irgendwelchen Firmen bewerben, weil das ist halt schon ein Talent. So, noch ein Block fertig. Obwohl, wenn ich schon hier bin, kann ich auch diesen Satz hier suchen. The sound of blowing wind. Okay. The sound of blowing wind. Yada, yada, yada. Can be faintly heard. 163. Repeat, so. Was, es ist schon eine Stunde fast rum mit dem Stream. Wow, das ging aber heute schnell. Kommt mir so vor, als ob ich noch fast nichts gemacht hätte. Nicht delikat, ich will es nicht mit delikat übersetzen. Delicately.
Delicately. Deliver delight, delicious. Delicacy, delicatessen, delicate. Fein, zart, empfindlich. Empfindlich. Fein. Empfindlich, anfällig, heikel, schwierig. Empfindlich, feinfühlig, zart, fühlend, delikat. Oh mein Gott, habe ich immer Probleme bei einzelnen Wörtern, wie ich die am besten übersetze. Sorgfältig ist, was ich suche. Sorgfältig hergestellte Vase. Mit einem Punkt. Geht nach unten. Okay. Abfällig hergestellt. Also, repeat. Was ist das DD-Item? DD? Denn Geschmack. Dann. So. Recently too. Mist. Gelehrt. So.
Und weiter geht's. Nein. Das war's schon mit dem Block. Okay. Weiter geht's. Hä? Komisch. Jetzt kommt nur dieser eine Text. Statt dass der hier. Also das ist wahrscheinlich eine andere Maus dann. Was? Ouch.
Und noch was. Na super. Gefährt. Gefährt. Ja, das war los. 3,33. Oh, 47 Zahlen. Das kann dauern.
Ups. Great. Eat. Ach, meine Güte, was ist denn los? Natürlich einen Dialekt gegeben, also muss ich das auch noch ersetzen beim anderen. Oh Mann.
Okay. Oh, also. Und da sind ja Kakerlaken. Okay, ja. Die Kakerlake, das. Ein Kill. Hä? Wow, was ist das denn? Was ist da passiert? Gewalt und bald gewalttätige Kakerlake. Okay, das ist ein spezielles. Naja, egal. Das wird sich ja sowieso. Wird sich ja sowieso ergeben. Schau, jetzt muss ich ihn dann setzen. So viel Text. Oh Mann! Man muss sich ein bisschen was abändern, was das recht wahrscheinlich hat's nicht. Richtig geschrieben und schreibt es mit 2 R. Ari.
Perücke. Zeke. Kann einem R. Okidok. Mann, ist das ein komischer Text. Hallo Ridley's Cry. Ich mache Fortschritte. Also es sind jetzt bisher, oh, ich hab's gar nicht gezählt, also 4 oder 5 Blöcke bisher auf jeden Fall gewesen, die ich übersetzen konnte. Und jetzt ist halt einfach so viel Wortwitz und Gedöns. Hier darf ich jetzt gerade so einen Pseudo-Bleed-Text übersetzen, was einfach nervig ist. Nervig. Aber was soll man machen? Sonst übersetzt ja niemand, außer jemand anderes. Aber ich will ja mein Zeug auch fertig machen. Von daher, ja. Es läuft. Mann, ist das ein dummer Text, aber der ist auf Englisch auch nicht viel besser. Ja, finde ich auch nicht schlecht, aber man muss auch dazu sagen, die Blöcke waren jetzt bisher nicht besonders lang, also maximal 15 Textzeilen oder so. Also das hier ist jetzt heute gerade der größte mit 47 Zeilen.
Gegnernamen werden übersetzt, Ortsbezeichnungen zum Teil auch übersetzt. Also ich kann schon mal sagen, dass New Pork City zumindest mal bis jetzt nicht weiter New Pork City heißt. Kann es aber sein, dass ich mich da wieder zurück entscheide. Und eigentlich sind es die meisten, allermeisten anderen Orte werden auf jeden Fall übersetzt. Ich habe ja sogar schon ein paar von den normalen Charakteren anderen Namen verpasst. Zum Beispiel Leiter und Fuel heißen jetzt nicht mehr Leiter und Fuel, die heißen jetzt Zunder und Petro. Einfach weil das meiner Meinung nach ein bisschen mehr Sinn macht, weil die ja irgendwo, die haben halt einfach eine Thematik in ihrem Namen und die wollte ich übersetzen. Genauso wie Mapson, den habe ich auch übersetzt in Carzon. Auch dass sein Name halt vor allen Dingen auch seine Bedeutung nicht verliert. Weil klar gibt es immer Leute, die Englisch können, aber es gibt natürlich auch Leute, die nicht Englisch können und sich dann halt unter dem Namen nichts denken können. Also ich versuche einfach das ganze Ding so gut wie möglich zu gestalten, kann ich eigentlich nur sagen. Also, wie erkläre ich es ein bisschen? Dass halt einfach jemand, der wirklich kein bisschen Englisch spricht, auf das Spiel aber trotzdem auf jeden Fall durchspielen kann. Und sich nicht fragt, was ist denn das jetzt für ein Wort? Was heißt denn jetzt Hinting? Außer andeuten. Ja, ich habe halt inzwischen tatsächlich gerade durch diese Übersetzung so viel Erfahrung gesammelt, dass ich eigentlich ziemlich schnell weiß, wie ich was übersetzen würde. Ich habe zum Beispiel auch angefangen, ganz abseits von Mother 3 habe ich angefangen, für meinen YouTube-Channel Stardew Valley zu spielen. Und das Spiel ist ja komplett in Englisch. Aber einfach, weil es sich ergibt und weil ich dann auch ein bisschen mehr in Videobearbeitung lernen kann, habe ich mir gesagt, okay, die ganzen Texte, die Charaktere sprechen, also die NPC-Texte quasi, die übersetze ich jetzt alle und mache das quasi als Overlay über den eigentlichen Text. Dass Leute, die kein Englisch verstehen, eben lesen können und wissen, was da abgeht, warum ich jetzt überhaupt so handle und so weiter und so weiter. Einfach, weil ich Bock drauf habe. Und es bietet sich tatsächlich sehr gut an, ein Spiel zu übersetzen, während man es spielt, habe ich damit festgestellt. Ist ziemlich... hat mir die Augen geöffnet, dass, als ich jetzt hier angefangen habe, das Spiel zu spielen und gleichzeitig zu übersetzen, dass das die einfachere Variante für mich zumindest ist, wenn ich schon die Möglichkeit habe, einfach nur zu suchen, okay, das ist der englische Text, wo befindet der sich? Okay, mach den Block auf und dann kannst du den ganzen Block gleich übersetzen, weil das ist ja eh nötig. Und ja, es ist einfach, macht Spaß. Und das ist halt auch der Grund, ich kann mir sehr schnell viel einfallen lassen, weil ich halt, meiner Meinung nach, ein gutes Wissen in Sprichwörtern und so weiter habe, sowohl Englisch als auch Deutsch, beziehungsweise was englische Sprichwörter auf Deutsch bedeuten. Und kann hier dann einfach schnell reagieren. Und es gibt andere Leute, die einfach dann solche Sprichwörter 1:1 übersetzen. Und dann kommt sowas dabei raus wie Simpsons Staffel 17 sozusagen, einfach wo es schlecht war und alles einfach nur jeder Wortwitz 1:1 übersetzt worden ist.
Das versuche ich natürlich zu vermeiden. Wenn sich was gar nicht übersetzen lässt, dann mache ich was Neues. Das habe ich auch schon bei, was war das? Bei diversen Haikus, die in dem Spiel vorkommen, hier in Mother 3. Es gibt ja an jeder heißen Quelle ist ja ein Haiku. Und du musst gucken, dass du es entweder hinkriegst oder bei dem speziellen Ding kannst du auch cheaten und einfach drunter schreiben, eine Silbe zu viel oder zwei Silben zu viel oder sowas. Aber es gibt andere Haikus im Spiel, die müssen übersetzt werden und die müssen funktionieren. Und das ist richtig schwer, weil Haiku funktioniert ja immer, ist ja ein dreizeiliges Gedicht sozusagen. Und die erste Zeile hat 5 Silben, die zweite 7 Silben, die dritte wieder 5 Silben. Und es ist in jeder Sprache gleich. Ob jetzt auf Japanisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch und so weiter und so weiter und so weiter. Und das gibt hier in dem Spiel einfach so viele Haikus, die man übersetzen muss, wo man beachten muss, dass die Wörter den gleichen Sinn ergeben, aber trotzdem noch den Regeln eines Haikus entsprechen. Und das ist einfach so Zeug, das ist so unnützes Wissen, aber ich kann's einfach inzwischen. Und das hilft mir sehr bei der Übersetzung. Oh Gott, wie übersetze ich jetzt Sassy? Sassy. Aufmüpfig. Müpfige Geister. Wie eine. A lively party. Lively jetzt nicht lebendig. Zumindest. Mein Englischwörterbuch da was Besseres abgibt. Lively, lively, wie auch immer. Livelihood, lively, lebendig, lebhafte Party, genau, danke, warte. We use the power of science to dick. Ich sehe ja gerade, dass der Chat ziemlich scheiße aussieht. Warum sagt mir das denn niemand? Okay. Chat-Eigenschaften. So, schon viel besser. Die Sache ist einfach, man darf sich da nicht die Motivation rauben lassen. Im schlimmsten Fall, wenn einem jetzt gerade nichts einfällt, aber man weiß, es fällt einem später noch was ein oder man kann jemanden zu Hilfe rufen oder sowas, dann markiere ich mir, also ich persönlich würde mir einfach die Stelle markieren, einfach ganz groß noch reinschreiben, noch übersetzen und dann vielleicht noch Blocknummer und Zeilennummer hinschreiben. Dass wenn ich dann einen Testdurchlauf mache, dann weiß ich, ich muss das noch übersetzen. Und das ist halt einfach, ja, das sind so meine Tricks und Kniffe, die ich dabei beachte bei der Übersetzung. Also in dem Text sind jetzt immer noch sicher irgendwo Stellen, in denen Blocknummern und Texten und Zeilennummern sind und dran steht, noch zu übersetzen oder mach mal was Besseres draus, in Klammern steht. Also,
man darf sich halt wirklich nicht unterkriegen lassen. Es hat mir eine lange Zeit tatsächlich die Motivation geraubt, einfach weil ich keinen Bock auf die Übersetzung hatte. Das war ja wirklich ein, zwei Jahre so, dass ich immer wieder Bock hatte und nicht Bock hatte. Aber inzwischen, eigentlich wirklich durch diese Livestreams habe ich tatsächlich wieder ziemlich Bock, das Ding zu übersetzen. Mit der Kraft der Wissenschaft. Wie schreibe ich das? Die Geister. Für den Augenblick, das habe ich schon. So viel Text, Mensch, das ist eigentlich viel zu viel Text. Alles so kompliziert. Super, hab's noch auf zwei Zeilen gekriegt. Puh. Das ist nämlich auch immer so ein Ding. So einen Text dann halt noch auf zwei Zeilen zu kriegen, weil man weiß ja, okay, bei Mother 3 werden zwei Zeilen angezeigt maximal, nicht mehr und nicht weniger, beziehungsweise doch weniger manchmal schon, aber nicht mehr. Und dann sollte man auch wirklich schauen, dass man jetzt nicht drei Zeilen hat, bei denen dann das letzte Wort noch in einer dritten Zeile auftaucht. Auch um sowas drumherum zu schreiben, ist halt auch nicht leicht. Man muss halt auch wirklich wissen, was es für Synonyme zu Wörtern gibt und so weiter. Ich meine, man muss es nicht wissen, man kann auch im Internet schauen. Aber es ist auch so ein Ding, das einfach, ja, viele lassen sich davon unterkriegen. Die denken dann einfach, oh Gott, ich weiß nichts. Und hören dann einfach auf und sind demotiviert. Aber mir macht Deutsch Spaß, mir macht Übersetzen Spaß. Weil ich einfach der Meinung bin, ey, ich kann Deutsch und ich kann Englisch, dementsprechend. Ja. Genauso hier, was ich jetzt gerade gemacht habe, but it still hasn't turned up, könnte man übersetzen mit, aber es ist bisher noch nicht aufgetaucht oder wir haben es noch nicht gefunden. Einfach zu schreiben, bisher allerdings ohne Erfolg, ist allerdings auch völlig in Ordnung, meiner Meinung nach.
Es ist was, es gibt ein bisschen Individualität, aber es zerstört den Sinn nicht. Und es ist auch nicht so. Es ist keine so eine direkte Übersetzung. Es ist eine schöne, freie Übersetzung. Und ich finde sowas auch viel besser, als wenn man sich so extrem an die Vorgabe hält. Ich meine, ich halte mich auch oft genug einfach nur an die englische Vorlage, aber mir gefällt es eigentlich schon eher freier zu übersetzen, solange der Sinn erhalten bleibt, der Witz erhalten bleibt und so weiter und so weiter. Ja, wenn du merkst, es sind zu viele Textzeilen, dann musst du schauen, okay, was davon kann ich rausschmeißen? Habe ich irgendwelche Wörter zu viel geschrieben, die da gar nicht gebraucht werden? Und wenn sie doch gebraucht werden, dann darf man sich auch ruhig erlauben, mehr Textzeilen zu schreiben, als es jetzt im englischen Original war. Aber man sollte es halt natürlich möglichst vermeiden, wenn man es vermeiden kann. Es kommt dann natürlich drauf an, schreibst du es jetzt wie ein Gedicht, dass es so schön klingt, dass man es gar nicht kürzen möchte, weil man sich sonst der Zensur erlegen fühlt oder so ein Scheißdreck? Oder ist es einfach nur zu viel, kann man wirklich das davon weglassen? Egal wie schön es klingt. Ich meine, im schlimmsten Fall muss man halt auch was Schönes ein bisschen hässlicher machen, damit es halt noch hinpasst. Hier jetzt auch wieder habe ich ein Problem. Ich habe jetzt 3 Zeilen, weil einfach... Aber die 3 Zeilen brauche ich jetzt zum Beispiel. Es gibt halt nicht den Begriff ein Penner aussehender Typ. Das gibt es im Deutschen nicht. Dass da beschrieben wird als jemand, der aussieht wie ein Penner, muss ich halt auch schreiben, dieser Typ, der aussieht wie ein Penner. Dadurch entsteht eine komplette Zeile, die man eigentlich kürzer machen könnte, aber halt nicht im Deutschen. Und deswegen, man muss halt einfach nur dann vor allen Dingen schauen, wo mache ich den Umbruch hin? Also den Zeilenumbruch und natürlich auch den, ich sag mal, den A-Knopfumbruch. Wo muss man, die gelbe Linie hier zeigt ja immer an, die Stelle an, wo man A drücken muss, um den Text fortzusetzen. Während, wenn keine Linie dazwischen ist, ist es einfach ein direkter Umbruch. Und hier, jetzt muss ich gerade schauen. Ja genau, hier kann ich den Umbruch eigentlich tatsächlich so machen. Hier normaler Zeilenumbruch. Und nach dem Gelaufen kann ich dann einen Wait, also so den A-Knopfumbruch machen. Und alles passt. Es ist einfach so,
Das ist die Technik. Da kommt man aber auch halt erst dahinter, sobald man schon jetzt eine Stunde oder zwei oder drei oder vielleicht sogar länger an dem Teil dran sitzt. Da ich jetzt schon zusammengezählt wahrscheinlich tagelang schon dran sitze oder wochenlang schon dran sitze, weiß ich natürlich meinen Weg da drumherum. Aber man muss es halt lernen. Das ist wie eine neue Sprache zu lernen, effektiv. Ups. Ja gut, Gefühl für Sprache gehört mit Sicherheit dazu, aber ich muss jetzt auch mal so sagen, ich habe jetzt nicht irgendwie Sprachen studiert oder so. Ich halte mich einfach nur für jemanden, der Sprache gut kann. Ich habe kein Diplom oder keine Auszeichnung oder sowas. Manchmal ein Einser, manchmal ein Zweier in Deutsch gehabt, ein Zeugnis, super. Und das ist eigentlich alles. Man muss da ein bisschen, ja, vielleicht einfach ein Gefühl dafür haben. Also richtig, ja gut, du hast es schon gesagt, ein Gefühl wirklich dafür haben, wie man mit Sprache umgeht. Oder wie man, ich kann es nicht mal wirklich genau sagen. Ich sag einfach mal, ja, du hast recht. 624 habe ich nicht schon übersetzt. Ach Mann, oh. 624. Ich bin doof. 31. Also hier übrigens auch nochmal ein Beispiel, wie ich Charaktere zum Teil übersetze. Fassade heißt halt jetzt auch Fassade oder Fassade, wie auch immer man es aussprechen will, ein scharfes oder ein weiches S. Weil einfach der Wortwitz im Namen erhalten bleiben muss.
Und da einfach nur ein E hinten dran zu setzen, war für mich nicht genug, weil dann wäre es halt wirklich die Fassade gewesen, während halt Fassade im Englischen natürlich Fassade ist, F-A-C-A-D-E. Und die haben es halt einfach, wie sagt man da, phonetisch den Namen draus gemacht. Deswegen habe ich den auch jetzt schriftlich umgeändert, dass er phonetisch aber trotzdem der gleiche bleibt. Einfach nur so als Beispiel, wie ich Namen übersetze. Oh, ich kann nicht mal mehr schreiben. Unbesiegbar. Nee, Porky bleibt Porky. Der bleibt Porky, weil, Weil Porky ist irgendwo auch, keine Ahnung, ich kann es jetzt nicht genau erklären, warum, aber ich glaube, niemand würde seinen Sohn Schwein oder Schweinchen nennen. Wenn's hart auf hart kommt, müsste ich ihn eigentlich tatsächlich irgendwie Schweinchen dick nennen und das mache ich nicht. Das ist dumm, weil Schweinchen Dick ist außerdem noch dazu ein copyrighted Character von Warner Brothers. So, wie übersetze ich jetzt sehr am besten? Sir will ich da nicht stehen haben. Mein Herr, mein Herr. Nee, das klingt scheiße. Lass ich einen noch weg. Das ist auch sowas. Ich möchte kein Sir da stehen haben, weil Sir ist einfach kein... Sir ist ein Titel. Im Amerikanischen sind alle Sirs, aber im Englischen sind nur die Leute Sirs, die von der Queen zum Sir, zum Ritter geschlagen werden. Und deswegen denke ich mir jetzt einfach, hier lasse ich es dann einfach weg. Es gibt kein deutsches Äquivalent dazu, also lässt man Sir einfach weg. Man kann natürlich die Rede, den Text meine ich, immer noch so schreiben, dass man merkt, okay, das ist ein Soldat und er redet halt jetzt quasi mit seinem Vorgesetzten. Und ich denke mal, das ist im Deutschen sehr gut machbar. Ja gut, im Englischen, oder zumindest mal in Amerika, gibt es Leute, die ihre Kinder einfach, ich glaube, bestrafen wollen, noch bevor sie geboren sind, indem sie ihren Kindern Namen geben, die einfach nicht... Ach, keine Ahnung. Das geht halt auf keine Kuhhaut. Ich meine, es gab doch mal diesen super tollen Vorfall in Amerika, wo sich eine Bäckerei geweigert hat, den Namen eines Kindes auf die Geburtstagstorte zu schreiben, weil die Eltern ihren Sohn Adolf Hitler genannt haben. Wo ich mir auch gedacht habe, wie bescheuert muss man eigentlich sein, um sein Kind Adolf Hitler zu nennen? Was hat der gemacht, als er im Bauch seiner Mutter war, dass seine Eltern gesagt haben, so, jetzt nennen wir dich Adolf Hitler. Abgesehen davon, dass es wahrscheinlich sowieso irgendwelche Neonazis waren. Trotzdem ist es einfach, das Kind ist fürs Leben gestraft. Wenn das jetzt sich entscheidet,
kein Neonazi sein. Wenn das Kind denkt, eigentlich finde ich Juden und Schwarze und Behinderte eigentlich ziemlich cool, dann hat das Kind keine Chance bei diesen Gruppen, weil das so einen behinderten Namen hat. Ich meine, klar, natürlich kann es sich noch gesetzlich umändern, umtaufen lassen, aber es ist einfach, boah. In Amerika gibt es jeden Namen. Das ist schrecklich, das geht halt nicht. Was war jetzt Naughty nochmal? Ich spreche jetzt so viel Deutsch, dass ich Englisch vergesse. Was soll denn das? Naughty. Naughty. Unartig, ungezogen. Frech, ungezogen. Das mit Coca-Cola kenne ich jetzt tatsächlich nicht. Auf der anderen Seite, mich wundert es ja auch nicht, weil Amerika, Land der Freiheiten. Und eine Freiheit scheint immer wieder die Dummheit zu sein. Ja, aber ich glaube nicht, dass das durchgegangen ist, weil, also, so frei man in der Namenswahl des Kindes in Amerika sein kann, gibt's auch da Gesetze, die solche Sachen verhindern, bin ich mir relativ sicher. Ich hoffe es zumindest, weil sonst verliere ich wieder meine Hoffnung in die Menschheit und muss mir diesen einen Bilderpost raussuchen, der ganz viel tolles Zeug hat mit Menschheit, Gedöns und so.
Page. Leisurely, gemächlich, ruhig, ohne Eile. Ein ruhiges Schwätzchen. Moment, ganz kurz, jetzt muss ich mal kurz durchlesen, was du geschrieben hast. In meinem ersten Stream ging es gleich mal irgendwie um Undertale Spoiler. Ja, ich habe das Spiel komplett durch und seit letztem Stream weiß ich auch von einem Deutsch-Patch, aber den habe ich noch nicht ausprobiert. Ich weiß auch nicht, ob... Warst du nicht letzte Woche auch in dem Stream dabei? Also entweder warst du's oder Roxas war's, ich weiß nicht, einer von beiden, einer von euch beiden, hat mir was von dem Deutsch-Patch erzählt, dass der halt ziemlich schlecht übersetzt ist. Aber ich muss aber auch wirklich dazu sagen, Undertale ist so ein Spiel, ich würde es mir nicht unbedingt zutrauen. Es ist halt wirklich schwer zu übersetzen, weil da wirklich viele Wortwitze vorkommen, die alle unbedingt eigentlich erhalten bleiben müssen. Aber wie gesagt, ich habe davon bisher... Ich weiß nur, dass es den gibt, ich habe ihn noch nie ausprobiert. Thank you.
Also doch, was ich von dem Deutschpatch gehört habe, ich nehme es dem Übersetzer übel, weil er sich keine Mühe gegeben hat. Also das ist halt, das klingt, so wie ich das mitbekommen habe, klingt dieser Deutschpatch für mich, als ob der Übersetzer einfach nur was rausklatschen wollte, um den Erfolg einzuheimsen, als erster einen Deutschpatch gemacht zu haben. Und so soll es meiner Meinung nach nicht gehen. Man soll nicht einfach nur eine Übersetzung rausklatschen, damit was rausgeklatscht ist, sondern man muss sich auch dahinter setzen und den Sinn übersetzen. Sonst bringt doch ein Deutschpatch nichts. Was habe ich denn davon, wenn ich einen Deutschpatch mache und keiner versteht's? Das macht doch keinen Sinn, dann kann er doch das Spiel genauso gut auf einer Sprache spielen, die er nicht versteht. Dann macht es wirklich gar keinen Sinn. Und noch dazu kann es sein, dass es dann Leute von dem Spiel eher abschreckt, weil der Deutschpatch einfach scheiße gemacht ist und sich der Spieler denkt, ja gut, wenn das jetzt schon so zusammenhangslos weitergeht, dann will ich das Spiel gar nicht erst weiterspielen. Was soll denn das für ein Dreck? Also, das ist halt genau der Fehler. Ich bin mir relativ sicher, der Mensch hat es wirklich nur übersetzt, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Von wegen, hey, hallo, hier, ich habe einen Deutschpatch gemacht, bitteschön. Aber ohne Arbeit dahinter. Einfach nur kurz mal, was sagt's Wörterbuch, fertig, aus. Noch fauler kann man nur sein, wenn man Google-Übersetzung benutzt. Ich werde mir das auf jeden Fall mal anschauen, aber ich habe leider keinen Link dazu. Wenn du einen Chat posten könntest, wäre das super, weil dann kann ich das später in der Aufzeichnung nochmal nachschauen. Weil wenn's einfach nur darum geht, wirklich was zu übersetzen, meine Fresse, dann hätte ich ja den, einfach nur um Lob einzuheimsen, meine ich, dann hätte ich ja den Patch schon, keine Ahnung, 3 Monate nachdem ich die Tools bekommen habe, hätte ich ja dann den Patch schon rausgebracht, einfach nur, weil ich dann Aufmerksamkeit bekommen hätte und hey, guck mal, der ist auf Deutsch übersetzt, aber dann hätte ich mir auch keine Mühe gegeben. Das macht halt keinen Sinn. Ich sitze deswegen hier an dem Teil schon 4 Jahre dran oder 5 bald, weil ich... Ja gut, zum einen natürlich, weil ich ab und zu oder häufiger demotiviert war, aber zum anderen halt auch einfach, weil ich in die Übersetzung Qualität reinbringen will. Ich meine, klar ist es dumm, wenn dadurch die Leute warten müssen, aber ich behaupte immer, lieber warten auf was Gutes, als was Schlechtes zu bekommen. Danke für den Link. Also ich sag mal so, Undertale ist jetzt auch kein großes Spiel. Es ist kein Spiel mit unglaublich viel Text. Wenn er innerhalb von ein paar Monaten diesen Text erstellt hat und ich lass jetzt mal irgendwie irgendwelche Programmierungen weg, wenn er innerhalb von ein paar Monaten nur übersetzt hat,
dann hat er irgendwas falsch gemacht. Hat er wirklich irgendwas falsch gemacht. Weil Undertale, bin ich mir sicher, wenn ich dran sitzen würde, ich könnte es wahrscheinlich auch innerhalb von ein paar Monaten komplett übersetzen. Aber mit Qualität dahinter. Ich meine, es klingt jetzt irgendwie schon so, als ob ich, keine Ahnung, als ob ich ganz schön angebe oder so. Aber ich bin einfach der Meinung, man sollte was gescheit übersetzen. Ich merke es jetzt sogar, also sogar kommerzielle Übersetzungen. Jetzt ist ja für einen PC, für Windows 10, ist ja jetzt Killer Instinct gekommen, was davor auf der Xbox One war. Und aus behinderten, ja okay, sagen wir mal nicht behindert, sagen wir mal einfach aus dummen Gründen, die ich nicht verstehe, hat diese Übersetzung, hat dieses Spiel immer die Übersetzung, nochmal. Aus irgendeinem Grund wird das Spiel immer nur in der Sprache gestartet, die dein Betriebssystem hat. Mein Windows ist auf Deutsch, also wird das Spiel auch nur auf Deutsch gestartet. Ich kann die Sprache von dem Spiel nicht auswählen. Aber diese deutsche Übersetzung von Kill Instinct ist so schlecht. Und ich meine, wir reden hier von einem Kampfspiel, das, soweit ich weiß, keinen Story-Modus hat. Und die Übersetzung ist einfach so grottig, weil das so eine 1:1 Übersetzung ist. Sprich, so richtig nichts gedacht, einfach nur übersetzt. Und das kann nicht angehen. Wenn jemand wie Microsoft einfach nur 1:1 übersetzt, dann ist irgendwas ganz brutal falsch. Weil die zahlen dafür auch noch eine Menge Geld für die Übersetzung. Ich mache das alles kostenlos. Und das muss man sich halt einfach mal überlegen. Übrigens mal ganz anderes Thema. Wenn ihr Miitomo habt, dann macht euch mal einen Twitter-Account und folgt mir auf Twitter. Dann adde ich euch auch gerne ins Spiel. Sendet mir in Twitter einfach eine Direktnachricht oder tweetet mich irgendwie an, dass ihr das und das seid aus dem und dem, aus der und der Situation. Und dann adde ich euch zurück und dann können wir uns in Miitomo adden. Wollte ich nur mal gesagt haben, die Möglichkeit besteht, dass man das mit mir tun kann. Schließlich ist das Ding innerhalb der letzten 2 Tage explodiert. Was bin ich denn? Habe ich nicht einfach nur bemerkt. Miitomo! Holy shit! Dann. Das ist Nintendos erste App, die auf iPad und iPhone und Android-Smartphones und so weiter veröffentlicht worden ist. Das erste Ding von Nintendo, was nicht auf einer Nintendo-Konsole erschienen ist und so weiter. Es ist auch nicht wirklich ein Spiel, es ist wirklich nur so eine Social-Networking-App. Das heißt, du addest Leute, du beantwortest Fragen und die werden halt einfach geteilt mit deinen Freunden. Und wenn Nintendo nicht ganz dumm ist, werden die auch an Nintendo gesendet, damit die wissen, dass du magst und dir extra Werbung machen können. aber ernsthaft jetzt, es ist kein großes Spiel, es ist einfach nur eine große Social-Networking-App. Die aber Spaß macht, weil sie halt mies benutzt.
Du kannst deinen Nintendo-Account damit verbinden. Und du kannst damit quasi... Das Ding hat sozusagen Achievements. Diese Achievements geben dir Münzen. Mit diesen Münzen wiederum kannst du Sachen kaufen. Zum Beispiel gibt es für 1000 Platin-Münzen Twilight Princess Picross für ein 3DS. Da kriegst du den Download-Code dafür und dann kannst du dir kostenlos runterladen. Oder es gibt Virtual-Console-Spiele zu kaufen oder Rabattcodes und so weiter und so weiter. Also es ist schon ziemlich nice, was die damit machen. Und diese Münzen, also dieses ganze My Nintendo-Account und so weiter, das soll ja auch in andere zukünftige Spiele jetzt eingebunden werden. Also ist alles ziemlich interessant, was die machen. Weil Achievements, die was machen, sind immer gut. So, jetzt nochmal Acknowledge. Anerkennen, bestätigen. Kenntlich zeigen. Nochmal doch bemerkt. Du hast mich bemerkt. Nee, so ist es nicht. Shit. Ja, es ist interessant, dass es an dir vorbeigezogen ist, weil eigentlich, tja, eigentlich ist es ganz groß aufgezogen worden. Das Ding hat sich innerhalb von 2 Tagen 3 Millionen Mal runtergeladen. Das ist schon krass, würde ich sagen. Schon krass. Okay, jetzt muss ich aber hier, weil... Moment. Statt nur HD-Remakes zu machen. Wie viele HD-Remakes hat Nintendo bisher jetzt gemacht? 2 Stück. Ja, ich bin immer noch fleißig im Übersetzen. Danke, Roxas.
Ich meine, ich stimme natürlich zu, Metroid und Zelda, neues Metroid, neues Zelda brauche ich auch. Ich meine, neues Zelda ist ja auch in Entwicklung. Letztendlich ist es aber halt Nintendos Entscheidung. Other M hat sich bei unter den Metroids nicht besonders gut verkauft. Metroid Federation Force ist jetzt nicht gerade das, was ich mir unter dem neuen Metroid vorstelle. Und es sieht auch nicht besonders spaßig aus, muss ich ehrlich sagen. Aber naja, man kann zu seinem Glück nicht gezwungen werden. Kann ich nachvollziehen, weil ich meine, schließlich ist das neue Zelda ja schon lange, lange angekündigt worden und immer wieder verschoben worden. Ich meine, das letzte Zelda, das immer wieder verschoben worden ist, war ja auch schließlich Ocarina of Time, was dann super, duper, ultra geil geworden ist. Und bisher sieht es aber natürlich auch so aus, ob das neue Zelda jetzt auch wieder gleichzeitig für Wii U und dann die NX-Konsole erscheinen soll, wo ich kein Problem mit hätte. Ich würde mir trotzdem beide Versionen kaufen. Und ja, ich nehme mal an, dass dann auch zum Release von der NX dann auch das Zelda gleich mit rauskommen wird. Was halt auch vorteilhaft wäre, weil Zelda im Westen schon definitiv ein System-Seller sein dürfte. Und während in Japan, gut, in Japan verkaufen sie sowieso keine Konsolen mehr. Ja, ich hoffe einfach, dass das neue Zelda super ist, weil es sieht bisher super aus. Und ja, neues Metroid brauche ich trotzdem. Nicht zwangsläufig Metroid Prime. Mir persönlich hat auch Other M sehr gut gefallen. Ich verstehe nicht, was die Leute immer sagen. Ich mag Other M total. Also jetzt nicht, ich bin jetzt kein Riesenfan von Other M. Es gibt bessere Metroids, aber es war kein schlechtes Spiel. Die Leute hacken immer nur auf der Story rum und die Story interessiert mich bei einem Metroid null. Metroid war für mich noch nie ein storygetriebenes Spiel. Das war immer die Welt, die einen getrieben hat, sie zu erforschen und weiterzukommen. Oh shit, was sind jetzt auch noch Potbelly Stones? Oh nein. Ach, das Spiel hat zu viel Hate abbekommen, weil du hast keine Upgrade-Items eingesammelt, effektiv. Außer halt natürlich die regulären Missile-Tanks und Energy-Tanks. Und alles andere wurde dir ja nur verboten zu benutzen. Und dann wurde es halt freigeschaltet ab dem und dem Zeitpunkt. Es ist halt nicht besonders Speedrun-fähig. Das ist auch noch mit ein Grund für der Speedrun-Community, weil jedes andere Metroid war immer Speedrun-fähig, außer Metroid Prime 3. Und dann natürlich die Story. The Baby. Weil immer, das Baby ist immer total wichtig, also das Baby-Metroid und bla bla bla. Das ist mir doch scheißegal. Ich fand's interessant, dass da dass Ridley so ein Knüppelviech war, das quasi wiedergeboren worden ist. Und was weiß ich. Also, die Leute, die regen sich einfach über einen Scheißdreck auf. Und ich versteh's nicht, weil das Spiel war super. Es sah schön aus, es hat sich gut gesteuert. Das einzig wirklich nervige, gameplay-technisch war, der Ego-Modus, den man aktivieren muss, indem man auf den Fernseher zeigt und dann bla bla bla. Das war wirklich nicht gut gemacht, aber der Rest war gut. Also es ist immer noch 90% vom Spiel waren trotzdem gut. 90% vom wichtigen Spiel.
Wenn jetzt der Stream ein bisschen hacken sollte, liegt es daran, weil ich gerade im Internet was suchen muss. Wegen diesen Potbelly Stones. Wenn mir das gerade gar nichts sagt. Kommt jetzt der Titel nur aus Mother 3 oder was? Ossiko, Gehörknöchelchen. Okay, ich wünsche dir auch noch viel Spaß bei, was du auch immer tust. Ciao, ciao. Ich schätze, ich pack's auch nach dem Block hier, weil der Stream zieht sich jetzt auch wieder fast 3 Stunden in die Länge. Und ich bin immer noch im Schloss, also diesmal habe ich wirklich... Weiß nicht, ob ich wirklich viel geschafft habe, aber es fühlt sich so an, als ob ich viel geschafft habe. Oh, wie heißt der Strand? Oh je. Ja, ich würde eigentlich ehrlich gesagt auch sagen, dass ich viel geschafft habe, weil es fühlt sich auf jeden Fall so an. Auf der anderen Seite muss ich auch ehrlich sagen, ich bin heute ein bisschen... fühle mich ein bisschen ausgelaugt. Vor allen Dingen bin ich ein bisschen enttäuscht, weil ich ja gestern einen Livestream gemacht habe mit der Final Fantasy 15 Demo, bei der ich gedacht habe, die wäre länger. Dabei ging die gerade mal eine Dreiviertelstunde. Aber das ist eigentlich auch mein Problem. Da hätte ich mich vielleicht informieren können, ob sich das lohnt. Was sind jetzt hier mein Ort-Text?
gab ja doch eine Datei. Was zum Teufel? Warum finde ich die nicht? Item. Music Names. Super. Keine Ahnung, ob du es auf meinem YouTube-Kanal gesehen hast. Ich habe ja auch einen Stream davon gemacht, den ich jetzt in mehrere Teile gerade zerlege. Ich habe das Original Day of the Tentacle schon super gefunden, weil ich mag Point-and-Click-Adventures und ich mochte LucasArts. Das Remastered ist halt jetzt... Es ist schon schöner gemacht. Die haben sich tatsächlich jetzt Mühe gegeben, um das alles nachzuzeichnen. Die deutsche Synchro ist halt noch die gleiche, die Übersetzung ist die gleiche. Ich weiß nicht, ob die englische Synchro auch noch die gleiche ist, aber ich schätze schon. Es gefällt mir. Ich find's super, ich find's witzig. Es macht wirklich Spaß. Auch wenn es jetzt halt ein bisschen veraltet ist, aber also von der Story her, auch ein bisschen von den Witzen her. Aber trotzdem, es ist sehr gut. Es ist wirklich ein super tolles Spiel. Würde ich jedem weiterempfehlen. Warum habe ich hier keine Location Names oder sowas? Die waren doch auch irgendwo drin. Map Names, da ist es doch, Mensch. Cerulean. Smaragdstrand. Ja, wie gesagt, finde ich auch sehr gelungen. Also, wie gesagt, die haben sich sehr gut Mühe gegeben. Es ist auch schön, dass man wieder zwischen neuer und alter Grafik hin und her schalten kann, einfach nur per Knopfdruck. Und das Einzige, was ich ein bisschen blöder finde, ist, die Spielstände, okay, doch, die lassen sich auch noch leicht managen, aber ich weiß nicht, es war für mich ein bisschen schöner, einfach nur F5 zu drücken, Speichern, Name eingeben, Enter, fertig. So muss man jetzt erstmal ins Menü zurück. Man kann nicht mal einen Namen eingeben für seinen Spielstand. Das finde ich echt schade. Monkey Island finde ich auch cool. Also effektiv eigentlich alle LucasArts Point-and-Click-Adventures, die es gibt, sind super. Angefangen mit Maniac Mansion, über Zack McCracken und Loom, besonders Loom. Wer Loom noch nicht gespielt hat, sollte Loom unbedingt mal spielen, weil Loom ist super toll. Und ich find's bis heute kacke, dass Loom keine Fortsetzung bekommen hat. Das ist meiner Meinung nach eins der ungewöhnlicheren Point-and-Click-Adventures, weil man nicht einfach nur keine Verben hat, die man benutzt, sondern man hat einen Stab, der Noten von sich gibt und die ganzen Aktionen, die man ausführt, die Aktion, die man ausführen kann, die muss man über die Noten eingeben. Du musst dir also die Lieder aufschreiben, die diese und diese Aktion quasi beinhalten. Zum Beispiel öffnen ist immer der gleiche Spruch, das ist immer E, C, E, D, also von den Noten her. E, C, E, D ist öffnen. Und das musst du dir halt aber auch aufschreiben, weil sonst hast du irgendwann verlierst du sonst, irgendwann steckst du sonst fest, weil du
den Zauberspruch sozusagen, die Aktionen nicht ausführen kannst, weil du das Lied nicht aufgeschrieben hast. Und ach, keine Ahnung, ich finde Loom super. Ich glaube, ich werde das am Freitag livestreamen. Das wäre, glaube ich, cool. Loom wäre geil. Muss mir gleich mal irgendwie, ich schreibe mir das mal ganz schnell ins Handy, dass ich Loom nächste Woche am Freitag im Livestream spiele. Dann seht ihr auch mal, was gute Point-and-Click-Adventures sind. Ich muss nur noch schauen, ob ich es auf Deutsch oder auf Englisch mache. Wahrscheinlich auf Englisch. Okay. Danke, Handy. Handy, hör auf! Wecker. Streamen. Okay. Am Freitag. Hä? Freitag. Ach, blödes Ding. Jetzt mach halt mal. Psch, na, psch, psch, psch. Du hast übrigens. Loom hast du richtig geschrieben. Loom ist super. Loom. Loom ist vor allen Dingen auch interessant, weil man kann, ich glaube, das ist eins der wenigen Point-and-Click-Adventures von LucasArts, bei denen man verschiedene Wege gehen kann. Man kann halt ein paar Quests, die man quasi da hat, also ich nenne es jetzt mal Quests, kann man so lösen oder so lösen. Du kannst Sachen machen oder nicht machen. Und es wirkt sich dann halt gering aufs Ende aus. Also insofern, was halt in den Credits dann auftaucht oder nicht. Aber es gibt tatsächlich auch mehrere Enden in dem Spiel, fällt mir gerade ein. Oder? Oder nicht? Oh, ich weiß gerade gar nicht mehr. Ich muss es unbedingt wieder spielen. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Spiel. Okay. Jetzt will ich aber den Text hier fertig übersetzen. Ich komme ja zu gar nichts. Ich meine, Loom dürfte es sogar auf Steam geben. Müsstest du mal schauen. Ich glaube, auf Steam gibt es sogar zu ziemlich... Wenn es das nicht auf Steam gibt, dann gibt es es auf GOG. Also GOG.com. Und sollte auch nicht teuer sein. Also ich glaube, mehr als 10 Euro dürfte es nicht kosten. Übrigens, Rockstars, für dich gilt's auch, falls du Metomo hast, dann besorg dir einen Twitter-Account und adde mich auf Twitter, weil dann können wir uns Metomo adden. Ist jedem überlassen, ob er mich addet oder nicht. Ich würde es auf jeden Fall tun. Einfach auf Twitter mich adden, mir vielleicht kurz antweeten oder anschreiben irgendwie, dass ich weiß, wer du bist. Und dann adde ich dich auf jeden Fall in Metomo. Gilt für alle, die das nachträglich auch noch auf YouTube schauen oder die Leute, die jetzt gerade nicht auf Twitch registriert sind und den Stream trotzdem schauen und so weiter und so weiter. Ihr seid auch alle gefragt. Du hast auch kein... Metomo! Hallo Klaus Lukas Flint.
Das ist ja krass. Du kommst gerade dann, wenn der Stream schon 3 Stunden läuft, fast. Roxas, Miitomo ist die neue App von Nintendo. Die erste App von Nintendo auf Smartphones und Tablets. Effektiv ist es so wie Tomodachi Life, nur halt in einer Lite-Fassung und nicht auf dem 3DS. Ist aber offiziell von Nintendo, ist kostenlos, macht Spaß, meiner Meinung nach. Und es ist interessant. Das beste Feature von Miitomo ist Mii-Foto. Da kannst du einfach nur Fotokollagen machen mit deinen Miis und so weiter. Und es macht viel zu viel Spaß. Falls du die Dinger auf Twitter von mir schon gesehen hast, dann weißt du ungefähr, was man damit machen kann. Schreib mir halt dann irgendwie in Twitter oder sowas, wie der Name von deinem Mii lautet, damit ich weiß, wer du bist. Weil mich adden gerade so viele Leute, dass ich schon gar keinen Bock mehr habe, die hinzuzufügen. Justin-Fan? Justin-Fan. War der Name Justin-Fan hier auf Twitch oder in Twitter oder wo war das so? Ah, du warst auch mal in einem Stream dabei, als Justin-Fan, glaube ich. Kann das sein? Weil ich meine, der Name sagt mir was. Duelist. Jetzt spioniere ich euch mal aus. Ah, Badewanne des Todes auf Doom. Wer auch immer du bist, wäre nett, wenn du was schreiben würdest. Ah, okay. Ja, also auf meinem Smartphone funktioniert es auch nicht, aber auf meinem iPad funktioniert es. Es ist wirklich ein bisschen schade, dass irgendwie scheinbar nicht alle Smartphones unterstützt werden. Du musst vor allen Dingen aufpassen, wenn du dein Smartphone geroutet hast, dann funktioniert es nicht. Wenn du dein iPad gejailbreakt hast, funktioniert es nicht. Also es funktioniert nur auf legal verwendbaren Smartphones und Tablets. Das ist komisch. Ja gut, als Klaus-Lukas Flint kommst du auf jeden Fall an, textmäßig. Das ist in Ordnung. Ich kann das Lied gleich nicht mehr hören, ey.
Ich habe jetzt gerade nicht den Soundtrack an. Aber nächstes Mal, wenn du mich dran erinnerst. Limbo habe ich auch gespielt, bin an einer Stelle nicht weitergekommen, hab's dann wieder aufgehört. Aber soweit, wie ich es gespielt habe, war es gut. Ja, es ist ein Plattformer auf jeden Fall, ja. Es ist ein Indie-Game. Wie lang sind die Texte hier am Ende von dem Block? Das ist doch pervers. Ach Gott, das ist der gleiche Text nochmal. Also ich bin sehr daran interessiert auf jeden Fall. Einfach, weil es mich wahrscheinlich dazu bringen wird, mehr rauszugehen und Pokémon zu fangen. Punkt, Punkt, Punkt ist immer gut zu übersetzen. Ist immer noch mehr schlechter geworden. Musst du besser machen. Versuch mal besser zu machen deine Rechtschreibung. Oh Gott. Moldy Putrid Apples. Schimmelige. Oh, was ist ein Putrid? Putrid. Bar. Put. Putrid. Faulig verwest. Verdorben. Ja, das wusste ich. Das ist auch der Grund, warum Klaus auch immer noch, also Lukas und Klaus,
Na, wobei, eigentlich was ist der Grund? Ich könnte Lukas und Klaus beide mit als Lukas mit K und Klaus mit K schreiben, aber ich wollte mir jetzt gerade eine Ausrede einfallen lassen. Und die zieht nicht. Deswegen, ihr habt nichts gehört. So, Block fertig. Holy shit, Mann. Ja, da bin ich jetzt aber auch schon fertig. Jetzt überladen. Nein, nicht inject. Operation. Save script. So, also ich bin dann jetzt tatsächlich fertig für heute. Also das Stream geht jetzt auch schon wieder 3 Stunden. Ich nehme einfach mal an, dass jetzt nicht mal die Hälfte vom Schloss übersetzt sein dürfte. Da fehlt, glaube ich, noch eine ganze Menge. Aber da kommen wir auf jeden Fall noch dazu. Nächste Woche, Samstag, gleiche Uhrzeit, ab 15 Uhr ist der Stream dann wieder. Aber ich sage jetzt schon mal im Voraus, übernächste Woche, also heute in 2 Wochen, wird es keinen Stream geben. Ich habe in 3 Tagen Geburtstag und werde am 16. und 17. meinen Geburtstag feiern. Deswegen werde ich da keinen Livestream machen. Auch Freitag, den Freitag vor, also sprich 15. und 16. keine Livestreams. 17. ist ein Sonntag, da mache ich sowieso keinen Livestream. Aber nächste Woche, Freitag und Samstag, gibt es nochmal Livestreams. Freitag Loom, Samstag Mother 3 und dann ist quasi eine Woche Ruhe und dann ist die Woche drauf wieder Stuff los. Danke, dass ihr alle dabei gewesen seid. Und danke Roxas für die Glückwünsche schon mal. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Und ich hoffe, ihr seid nächstes Mal dann auch wieder dabei. Und für alle, die das jetzt gerade auf YouTube nachschauen, ich fände es spitzenklasse, wenn ihr das Video interessant gefunden habt oder gut gefunden habt, einfach mal ein Like drauf zu geben, meinetwegen einen Kommentar da zu lassen oder auch auf meinen Kanal. Meinen Kanal zu abonnieren, wäre auch super toll. Weil es wäre eventuell ein guter Nebenverdienst für mich, wenn ich gerade sowieso arbeitslos bin. Schnüff, schnüff. Und ja, aber ich zwinge euch zu nichts, alles eure Entscheidung. Macht's gut und bis nächstes Mal. Ciao, ciao.